5 Fakten über unser Universum, Part 4. Beginnen wir mit einer Sonnenfinsternis, ein Ereignis, das jeder mal gesehen haben muss. Aber wie funktioniert das eigentlich? Naja, die Sonne ist 400 Mal größer als der Mond, aber der Mond ist 400 Mal näher an der Erde. Und dadurch gibt es diese schöne Überlappung, die wirklich sich komplett schließt. Aber die Mondumlaufbahn verändert sich von Jahr zu Jahr und es dauert noch ein bisschen, um genauer zu sein, 50 Millionen Jahre. Das heißt, es werdet weder ihr noch ich erleben, bis eine solche vollkommene Überlappung nicht mehr möglich sein wird. Bleiben wir doch mal ganz kurz bei der Sonne bzw. im Sonnensystem. Die Sonne selbst ist nämlich riesig. Sie nimmt 99% des gesamten Sonnensystems ein. Das bedeutet, dass das kleine 1% Planeten, Asteroiden und unsere kleine Erde beherbergt. Ja, das ist schon eine gewaltige Zahl. Und by the way, in eine Sonne würden circa 1 Million Erden passen. Also ja, unsere Erde mal 1 Million. Wir alle kennen ja den Saturn und der Saturn ist bekannt für seinen Ring. Aber wusstest du, dass es auch Asteroiden gibt, die einen Ring haben? Und zum letzten Faktum, und das ist ein spannendes, richtig nettes Highlight dieses Videos, denn ich würde diesen Planeten gerne in meiner Tasche tragen. Ist aber nicht ganz möglich. Warum? Weil er doppelt so groß wie die Erde ist. Aber warum möchte ich ihn dann in meiner Tasche tragen? Naja, es ist ein riesiger Diamant. Richtig gehört, ein Diamant, der doppelt so groß ist wie die Erde. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Kommentar da, gib den Daumen nach oben, abonnier den Kanal und aktiviere die Glocke.